Ice Date ist ein echtes Lebensmittel, weil die Zutaten echte Lebensmittel sind. Ich bin Gunther, der Geschäftsführer, Gründer und Erfinder von Ice Date, der veganen Bio-Eismanufaktur. So, jetzt zeige ich euch die Produktion. Ich habe ja als Einmannfirma angefangen, das heißt, ich bin morgens am Anfang aufgestanden um 4, bin in die Produktion, habe Eis produziert, mich hinter die Vitrine gestellt, irgendwann spät abends ins Bett. Mittlerweile sind wir einen ganzen Haufen Leute. Ich habe zum Beispiel hier in der Produktion die Susanne, die Produktion leitet, und das nimmt mir ganz, ganz viel Arbeit natürlich ab. Ich bin selber schon sehr lange vegan und ernähre mich gesund. Das heißt, ich wollte ein Eis haben, was bio ist, was vegan ist, was ohne Zucker ist und was ohne Zusatzstoffe ist. Gab's nicht, also habe ich es selber erfunden. Bei Ice Date stellen wir alle Sorten im Prinzip auf die gleiche Weise her. Konkret verwende ich zum Süßen zum Beispiel die Dattel, daher auch der Name Ice Date. Date ist Englisch für Dattel. Und was das Eis cremig macht, ist eine Cashewcreme, die ich selber herstelle aus Cashewnüssen und Wasser. Und dann kommt eben das dritte Zutat, immer noch die namensgebende Zutat dazu. Wir haben einige ganz besondere Sorten, die du sonst nicht so kriegst. Wir haben Kürbiskern, das ist ganz außergewöhnlich. Wir haben zum Beispiel Matcha-Eis, aber auch klassische Geschmäcker. Nachdem wir die Grundbasis aus Datteln, Cashews und Wasser hergestellt haben, geben wir jetzt das Matcha dazu. Jetzt geben wir die Masse in der Eismaschine, die läuft da durch und wird dort bei sehr, sehr tiefen Temperaturen gefroren. Die tiefen Temperaturen sind wichtig, denn je tiefer die Temperatur, umso feiner werden die Kristalle und je feiner die Kristalle, umso cremiger wird das Eis. In Zukunft haben wir vor, unseren Vertrieb für Becher weiter aufzubauen, weil wir merken jetzt, dass wir mit den Bechern schon ziemlich an der Kapazitätsgrenze sind. Und das nächste Projekt, was jetzt ansteht, ist, dass wir in alle Großhandel reinkommen und dadurch in alle Bioläden in ganz Europa. Have a nice date!